Die Themen Rassismus und Antisemitismus werden beim SC Paderborn 07 das ganze Jahr über behandelt. Im Januar 2023 stand zum Beispiel schon der Fachtag Antisemitismus an. Über 100 Spieler und Betreuer setzten sich in der Home Deluxe Arena mit der jüdischen Geschichte und Diskriminierung im Fußball auseinander. Also den Fachtag hier zum Thema Antisemitismus haben Sabrina Milewski, Johanna Leifeld und ich zusammen organisiert. Sabrina und ich haben im März einen Fachtag von der DFL und vom Zentralrat der Juden besucht. Und da sind ganz viele verschiedene Projekte vorgestellt worden, die sich mit dem Thema Judentum, Antisemitismus, Rassismus im Fußball, aber auch in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt haben und darüber informiert haben, was sie eben in ihrem Portfolio haben. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist eine mega Option, das mal für unsere Jungs zu machen, weil ich als Präventionsbeauftragte sowieso zum Thema Antirassismus und Diskriminierung jährlich informieren muss. Und habe da dann eben das aufgegriffen und das dieses Jahr erstmalig so umfangreich umgesetzt. Teilgenommen haben die Trainerteams und die Jugendlichen der U16 bis U21 Mannschaften. Ja, grundsätzlich sind die Spieler ja nicht nur hier im Nachwuchsleistungszentrum unterwegs und gehen dem Fußball als ihr Hobby bzw. tendenziell als ihren Beruf nach, sondern sie sind auch Teile der Gesellschaft. Und nach und nach ergeben sich natürlich ab einem gewissen Alter auch Themen, wie beispielsweise Antidiskriminierung oder eben Vorfälle, die auch außerhalb des Fußballplatzes stattfinden. Und wir wollen gerade in dem Altersbereich natürlich nochmal die Sinne schärfen. Und ich habe eben von einer Wertevermittlung gesprochen, diese natürlich auch leben und allen etwas mitgeben, was sie sowohl auf dem Platz, aber auch außerhalb gebrauchen können bzw. auch repräsentieren können, dass wir innerhalb des Vereins diese Dinge auch leben und auch mit Leben füllen. In 5 Workshops haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu informieren und für das Thema von den Kursleitenden sensibilisieren zu lassen. Es ist extrem wichtig, solche Veranstaltungen durchzuführen, weil Antisemitismus ein regelmäßiges Phänomen ist im Fußball, weil es sehr präsent ist und weil Fußballvereine eine sehr große Strahlkraft haben in einer Region, weil Fußballspieler aus einem Nachwuchsleistungszentrum bereits jetzt in ihrem Umfeld Vorbilder sind und sie somit mit gutem Beispiel vorangehen können, wenn sie gegen Diskriminierung aufstehen und widersprechen. Bei einer Station geht es für die Sportler um die Dokumentation persönlicher Schicksale von Juden und Jüdinnen in Deutschland. Die machen tatsächlich eine Weltpremiere heute mit. Die machen dabei was mit. Das Projekt nennt sich Every Name Counts. Und es geht dabei darum, dass Dokumente werden die Namen aufgeschrieben, die auf den Dokumenten stehen. Also auf den historischen Dokumenten, in dem Fall aus dem Konzentrationslager Stutthof, was in Polen liegt, was aber ein vergessenes Konzentrationslager ist, was ganz viele Leute nicht kennen. Und die Spieler tatsächlich, die bekommen Karten aus diesem Konzentrationslager gezeigt und tippen die Namen ab dadurch. Die Namen, die Geburtsdatum, die Häftlingsgründe. Also sie setzen sich damit über die Karte mit den folgenden Schicksalen auseinander. Was einerseits eben, man hat es schon gemerkt bei den Spielern, dass sie dann plötzlich sehen, so, das ist ja ein 20-Jähriger, das ist ja so alt wie ich oder so etwas. Und eben tatsächlich setzen sie ein Zeichen für Respekt und für Vielfalt, weil eben diese Daten, die sie erfassen, in unserem Online-Archiv zugänglich sind und dadurch eben Angehörige und andere Interessierte diese Dokumente finden können. Ja, ich finde das sehr gut hier. Also es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen, weil man damit halt, wie gesagt, jeden Tag konfrontiert wird. Und vor allem hier kann man ja auch anderen Leuten helfen, ihre Familien zum Beispiel wiederzufinden. Und deswegen finde ich das sehr wichtig und sehr interessant auch. Am Beispiel der KZ-Überlebenden Frieda lernen die Spieler konkret, wie sich das Nazi-Regime im Zweiten Weltkrieg auf das Leben der Jüdinnen und Juden ausgewirkt hat. Also mir geht das immer so, wenn ich Geschichten höre, dass ich dann so einzelne Anekdoten, dass mir einige Dinge einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Das sind oft so ganz persönliche Erfahrungen, wo ich dann noch länger drüber nachdenke, ein paar Tage später noch denke, boah, damals, als ich gehört habe, was die Frieda erlebt hat, das hat mich so bewegt, das hat mich so beeindruckt, wie sie erzählt hat, das. Und dann sind das so ja, ganz persönliche Sachen, an die ich oft noch lange denke. Und ich wünsche mir das auch für die Teilnehmenden hier, dass sie vielleicht dann in 3 Tagen oder auch in 2 Wochen oder einem Jahr noch darüber nachdenken, als Frieda erzählt hat, wie sie das geschafft hat. Das hat mich beeindruckt und bewegt. Also ich bin nicht der begeistert zuhört, wenn es um Geschichtsunterricht geht. Aber der Tag bis jetzt war so, dass ich sagen würde, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil es dann auch ein bisschen persönlicher ist. Also man hat hier ein bisschen mehr, sag ich mal,
Subjektivität drin, das heißt, die Lehrer oder, sag ich mal, unsere Vorstellerin kommt dann auch auf einen zu und man kann in der Gruppe arbeiten, das ist alles schon ein bisschen interessanter. Und so ging es vielen Jugendlichen bei dem Fachtag, organisiert vom SCP 07. Ich glaube, dieser Workshop hat uns, glaube ich, allen hier von 16 bis 21 einfach viel gebracht und ich würde es auch meinen Freunden aus der Heimat oder generell, die nicht mit viel mit Fußball zu tun haben, einfach empfehlen, um einfach nochmal zu wissen, was wichtig ist in der heutigen Zeit. Mein Fazit von dem Tag ist, dass es eine gute Sache ist, weil sehr viele Leute nicht über dieses Thema halt Bescheid wissen und halt jetzt weiß man besser, wie man damit umgeht. Mit dem Tag konnte der SC Paderborn ein wichtiges Zeichen setzen gegen Diskriminierung im Fußball. Es ging darum, die zukünftige Generation zu sensibilisieren und zu informieren, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät und Rassismus bald keine Chance mehr hat im Fußball und in der Gesellschaft.